Und damit herzlich willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Meine Fresse, ab jetzt in die gute Hütte. Aufbreche! Was ab, du Dreisgöre? Willst du wissen, was wir mit hübschen, blinden Passagieren machen? Lieber nicht. Hey! Jetzt warte doch mal! Gehen Sie weg! Nee, wie kommst du überhaupt hierher? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie hier ist. Bin ich ja ganz ehrlich. C, um dich zu ducken. Boah, brauche ich nicht. Hab ich gehört. Ich will bloß mit dir reden! Sie sollen weggehen! Das ist schon das zweite Mal, dass sie das sagt, Alter. Und wir einen kompletten Fick drauf geben und die einfach verfolgen. Guck mal, du willst hier weg und ich will hier auch weg. Na Gott, das wird nicht gut sein. Will sie uns jetzt wirklich umbringen damit? Elizabeth! Jetzt warte doch! Du hättest einfach nicht warten brauchen, ne? Dann wirst du. Ich bin nicht sauer auf dich! Nicht. Gehen Sie weg. Brudi, du hast auch überhaupt keinen Grund, auf sie sauer zu sein. Du dummer Macho, Alter. Vorsicht! Weg da! Aus dem Weg! Die hören dich nicht. Nö. Ich bin es, der Buka. Oh, verdammt! Werdet nicht mitkommen! Geh nicht da rein! Ich habe keinen Bedarf an Leuten wie Ihnen. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich habe Bedarf an Leuten wie dir. Scheiße. Rette Elizabeth. Es muss einen anderen Weg geben. Naja, sie hat sich gerade in eine andere Wirklichkeit geportet. Weiß ich nicht. Man nannte Slade ein Monster und einen Verräter. Ich kenne die Männer, die mit Captain Slade in der Hall of Heroes starben. Es ist keine Schande, zu ihnen zu gehören. Die Schande liegt bei uns, die wir uns vor der Halle versammelten. Nicht wir waren es, die vielen. Und ich empfinde Neid auf die, die unter seinem Banner starben. Okay, die war also Repetierer. Was ist denn der Repetierer? Den habe ich noch gar nicht gehabt, oder? Okay, also sie empfindet Trauer, dass sie nicht für oder mit Slade gestorben ist, glaube ich. Hätte sie, glaube ich, lieber gehabt, als ja, draußen irgendwo in Sicherheit zu stehen und gar nichts zu machen, streng gesagt. So, Präzisionsgewehr. Ich muss sagen, Sniper finde ich echt gut in dem Spiel hier. Ach, meine Fresse, Entschuldigung, falls ich hier gerade ein bisschen schniefe. Hallo? Ich möchte gerne hier wieder raus, danke. Das ist ja nicht so gut. Schuss, jetzt sei still! Lassen Sie mich los! Nehmen Sie die Hände weg! Die Klappe! Loslassen! Ich will dich haben und wir tun ihm den Gefallen! Was heißt, ihr tut ihm den Gefallen? Er bringt euch um, wenn ihr es nicht tut, wahrscheinlich. Übrigens, die Speicherpunkte im Spiel sind wirklich schrecklich. Das ist ganz, ganz schlimm. Wieso kann ich mich eigentlich nicht dran hangeln? Ach, jetzt geht's! Go fuck yourself, Alter. Wir haben inzwischen echt viel Geld wieder. Das gefällt mir sehr gut. Was geht hier vor? Ich seh ihn. Okay. Spiel ist übrigens gerade sehr laut für mich, fällt mir auf. Ich glaube, ich hatte gerade Sekunde, so und dann so wollte ich machen.
So, bin leer. Leidenschaft vergolden. Was auch immer das schon wieder ist. Ich muss aber gucken, wo ich... Haben wir's? Gut. Salz? Salvengeschütz. Was bist du denn, Alter? Granatwerfer oder was? Sieht spannend aus. Bin ich early. Oh shit. Hui. Da hab ich mich gerade selber ein bisschen in den Mund gekotzt. Das war ekelhaft. Das zweifle ich an, dass ich nicht weit komme, Freund. Oh Gott, ey. Durchs Aufstoßen jetzt so ein bisschen Säure im Mund, das ist ja ekelhaft. Also im Rachen. Ja, Karabiner nehme ich bestimmt nicht, der ist richtig scheiße. Guilty Labor Agitator? Agitator? Ach, keine Ahnung. Das sind echte Menschen? Ich glaube, das sind echte Menschen. Ich kann euch leider nicht freilassen. Wo bist denn du? Keine Ahnung. Servus. Hallo? Hallo? Die sind live, okay. Ich sehe hier echt wenig drin, mich nochmal anmelden, ne? Okay, ich glaube, ich soll daran. Irgendwas, was ich brauche? das glaube ich nicht. Frage, die sich mir gerade stellt, ist ja auch... The fuck, warum ist der so stark, Alter? Okay, öffne die Tür. Ansonsten ist hier nur eine Rundfahrt. Gut. Warum? Sehe ich nicht. Ah! Meins. Gut, also wie gesagt, davon brauche ich eigentlich gerade gar nichts. Dementsprechend nehme ich davon auch erstmal nichts. Kuchen. Ein Küchlein. Servus, seid ihr live? Ja, ihr seid auch live, okay. Meine Güte, wenn ich jetzt hier durchgehe, speichert er doch bestimmt, oder? Wenn ihr es hier gleich wegmacht, sind wir tot, ne? Kurze Unterbrechung. So, da bin ich wieder. Muss ganz kurz hart husten, Alter. So, ja. Ich habe für Schrotflinte, nehme ich immer gerne mit. Und sagen, ich mag die Schrotflinte echt gerne, ist cool. Ist echt gut. Aua. Oh oh. Sie hat uns auf jeden Fall einen Arsch gerettet. Hey, ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Elizabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Fink. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Oh,
Ich kann mich nicht bewegen, ah, jetzt. Ja, ne? Dass wir uns trauen, ist überhaupt keine gute Idee. Wir sind ja einfach der Assi. Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an mich, Mr. Levitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Ja, so wie du für mich. Ne? Fünf. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Seht ihr, Freunde, die faule Hand ist ein Werkzeug des Teufels. Und nimmt man einem Menschen den Fleiß, was kommt dann? Whisky, Frauen und Glücksspiel. Und das werde ich in unserer freundlichen kleinen Stadt nicht zulassen. Niemals. Ja, kein Introduction Center. Induction Center. Ja, machen wir auf den Puff hier, ne? Elizabeth? Oh, das wird nicht lange dauern. Danke. Bitte sehr. Scheiß Ernst, das wäre komplett Sinn. Oh, verständlich. Blut zu Salz. In 40% aller Fälle lassen Gegner Salze fallen, wenn sie sterben. Ja, ist wertlos. Legitim, kompletter Müll. Wir haben, glaube ich, mehr Munition durch unseres. Servus, Freund. Na? Ich hoffe, es ist okay, dass ich mit einer Waffe gezogen rumlaufe. Mr. Fink ist ein guter Mensch. Wer hart arbeitet, der wird auch belohnt. Aha, naja, ich glaube nicht, dass Mr. Fink ein guter Mensch ist. Also hands down, ich glaube, das ist ein richtiges Arschloch. Vor allem, wenn man schwarz ist. Gut, dann wollen wir mal nach oben weitergehen, wa? Ich fange ja keinen Streit an, wenn es nicht sein muss. Servus. Okay, dass ich die Dinger knacke, finden die schon nicht so in Ordnung. Warum sind die tot? Ich verstehe nicht so ganz, warum ich die Dinger... Sekunde. Guten Tag. Schadensboost für Seilengeschütz. Schnelles Nachladen für Schrotflinte. Oh. Schrotflinte mag ich schon sehr gerne. Feuerratenboost bei der Sniper ist auch gut. Mehr Munition für den Revolver ist mir echt egal. Magazin beim Maschinengewehr ist mir egal. Weniger Rückstoß beim Präzisionsgewehr ist gut. Magazinvergrößerung beim Karabiner ist mir auch egal. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Dann würde ich sagen, nehme ich Feuerratenboost mit. Warte mal, wir haben noch 1300. Schnelleres Nachladen für Shotgun kostet 400. Das hätte ich auf jeden Fall gerne, weil Shotgun einfach sehr gut. Ja komm, was kostet die Welt, ne? Geld ist da zum Ausgeben, oder was? Ich nutze auf jeden Fall den Bums hier mehr als den anderen. Verletzte den Verbündeten nicht. Ja, doch, Freund. Das mache ich sehr gerne. Apropos Verletzten, den muss ich auch noch looten. Repetierer, Maschinengewehr, Panzerfaust. Ja, okay. Eine Bahne. Keine Ahnung, da noch gestartet hier. Nice. Okay. Wieso kommen wir hier nicht rein? Ah, Finkendocks verlassen. Okay. Machen wir, würde ich sagen. Ja. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Reich oder arm, ein Schwindler bleibt ein Schwindler. Ja, aber dann sind wir doch ein Schwindler. Your future is Finkton. Ja, das zweifle ich an, mein Freund. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Ich sage euch, sobald ihr das tut, werdet ihr sehen, wer diese Hyänen wirklich sind. Okay. Also Problem ist halt, sobald ich wieder so einen Automaten umzaubere, habe ich wieder Kacke am Dampfen. Ich darf hier nicht hinter, oder? Was darf hier hinter?
Lockpick gefunden. Hm, ja, ich auch. Lockpick nehmen, es nicht stehlen. Boxophon. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Ja, das ist wahrscheinlich durchaus richtig, mein Bruder. Finken ist so ein richtiger Kapitalist. Employees only, 5 Picks. Ich probier's mal. Mach das. Bisher haben wir alles aufgemacht, glaube ich. Ich hätte vielleicht vorher reingucken sollen, ob hier irgendwas Sinnvolles zu uns. Ja, eine Infusion, okay. Hat sich also so oder so schon mal gesucht. Burst Gun. Okay, was haben wir schon wieder eine Burst Gun? So, Infusion Gesundheit. Ich fühle mich schon besser. Tue ich das? Repetiere. Präzisionsgewehr ist voll wieder mal. Revolver ist voll endlich mal wieder. Repetiere ist immer noch voll. Da ist noch ein Schrank. Ich sehe hier legitim auch wieder nicht so viel drin. Wo geht's denn zu dem anderen dahin? Ist da auch noch ein Schloss vor? Oder kann man da einfach nicht rein? Jo, hier kann man einfach nicht rein, okay. Hier geht's weiter. Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finken rein? No Jobs today. Suchen wir uns einen anderen Weg. Finde einen anderen Weg, Finken zu betreten. Okay. Verzeihung, Sir. Servus. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Kann schon sein, aber wir sind voll. Aber ich habe mein ganzes Geld für die Fahrt von Baxtontown hierher ausgegeben. Nun, wir nehmen so viele drittklassige Tagelöhner, wie wir im Moment wollen, okay? Und wenn ich morgen wiederkomme? Momentan arbeiten Sie nicht für Mr. Fink. Sie können also gehen, wohin Sie wollen. Sympath würde ich ihn nennen. Okay, wir gehen mal hier rechts runter. Ich denke mal, wir zum gleichen... Oh. Hast du das geknackt? Letzter. Gefällt mir nicht. Ich mag's nicht, keine mehr zu haben. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Hätte ich auch die andere Seite nehmen können? Kurze Realität so rüber. Ja. Packst du es auf? Kostet ja auch nichts, okay. So. Okay. Gut, stimmt, das kostet ja nicht alles eine Haarnadel. Auch wenn Haarnadel dran steht, kostet nicht alles eine Haarnadel. Okay, da unten sind auf jeden Fall ein paar Gegner, so ein Handyman. Beziehungsweise was auch immer er ist. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ein Handyman ist und was nicht. Sehr, um aufzustehen. Ja, möchte ich aber nicht. Möchte ich ja nicht laut rumlaufen. Die greifen mich eh an, oder? Wahrscheinlich schon. Die Waffe nicht so ganz. Wofür?
Was für ein Getriebe. Hier, bitte. Danke. Gib mir mal die bitte. Meine Fresse, ey. Ich hätte gerne wieder eine Shotgun. Das zweifle ich an. Sorry, mehr habe ich nicht. Ja, alles gut. Drücke eher, um Waffen zu tauschen. Warum? Achso, weil ich kaum noch Munition habe. Okay. Dann tauschen wir mal gegen das Maschinengewehr. Ah, ich hätte wirklich gerne wieder mal eine Shotgun. Guten Tag. Oh, wieder Lockpick, schön, zwei wieder. Mal hin. Ich denke mal, hier können wir runterfahren. Ich hoffe, dass er hier speichert. Ich würde mit der Möglichkeit gar nicht mehr so lange aufnehmen. Da, Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hat es Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Slater ihr Vater ist. Gut, dass wir den nicht umgebracht haben. Ich hab Geld gefunden. Okay. Danke, Anker. Sehr nett von dir. Da steht das eine Börse. Sehr schön, warum auch immer hier eine Börse steht. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal hier zu Ende um. Dann beende ich den Part mit in den Fahrstuhl steigen. Die haben wir. Guten Tag. Choose wisely. Ja, nö, ich choose nicht wisely. Ich kann choosen, wie ich will. Alter. Ich habe eh Pissegeld. Also Geld ist jetzt wirklich nicht so das Thema, wenn ich ehrlich bin. Was auch immer eine Burstgun ist. Ich habe irgendwie die Hälfte der Waffen noch nicht gesehen, die es gibt. Guten Tag, danke. So. Das sind hier nur die Sachen, die wir schon haben. Und ich würde sagen, ich kaufe jetzt nichts mehr, weil die ganzen Waffen benutze ich ja maximal ausnahmsweise, wenn ich gar nichts anderes habe. Und wenn, würde ich die hier, glaube ich, boosten. So, ein Pick benötigt. Das, das wird nicht lange dauern. Fertig. Das war kein Ding. 148 Silver Eagle. Nice. Ich weiß, dass ich Ehre. Ich weiß, dass ich das alles nicht brauche. Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zu gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Nein. Ja, der ist bestimmt noch hier, oder? Der verlässt doch seine Arbeit hier nicht. Gut. Ich würde sagen, wir gehen auf der anderen Seite nochmal hoch und dann reicht es auch für diesen Part. Servus, ist hier noch irgendwas? Ich habe hier einen abgeknallt, das weiß ich. Was ist denn? Schwester, sprich. Oh. Fisch, warum drückst du eigentlich immer versehentlich Maus? Das ist meine Fresse, weil ich eine zittrige Hand habe. Nervösen Finger könnte man so nennen. So, gut, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt hier in den Fahrstuhl. Und hier wird er doch speichern, oder? Hoffe ich. Ich hoffe es wirklich übrigens. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Seid meine Arbeitssklaven. Ans Telefon gehen wir erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.